Ja, voll. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute sind wir mal wieder alle drei mit den Fatbikes unterwegs und es ruft der Berg. Berg. Aber welcher? Ja, das wissen wir noch nicht. Aha. Ja, oder wisst ihr es jetzt schon? Wisst ihr, wo wir hinfahren? Wo könnten wir hinfahren? Ja, jetzt geht's rauf bei uns Richtung Ochsalm. Erstmal noch alles im Schatten, aber die Sonne wartet schon auf uns. Also, dranbleiben. Hier wird jetzt gerade mal wieder ein Foto geschossen. Wir sind zwar immer noch im Schatten, aber Panorama ist schon mega. Da zum Beispiel der große Rettenstein, Brechhorn, Gampen, Vicky, Goldberg und eben Martin die Kamera beim Fotografieren. Making off. Klick, klick. Hier wird schon wieder fotografiert, aber wie ihr seht, haben wir jetzt tatsächlich die Sonne erreicht. Oder ja. Sie uns, besser gesagt. Da ist sie nämlich über den Grat gekommen. Was bei dem Berg ja recht cool ist, er hat zwar in der frühen Auffahrt ein bisschen Low-Budget-Sonne, aber dafür ist er bis eigentlich Sonnenuntergang komplett angestrahlt. Das ist dann schon cool oben. Man meint es zwar gar nicht, aber es ist so. Ja, ja, ich finde das auch immer total super, weil dann hat der Martin nämlich keine Motivation runterzufahren. Nee. Was heißt, dass wir dann im Halbdunkeln rumeiern und in der Kälte. Das sind die Bären und Wölfe. Ja. Oh, wir sind in Radeldorf. Ja. Jetzt schon mal erreicht. Schön kompakt. Also für uns super zum Fahren. Nur die ersten komischen Blicke haben wir natürlich auch schon auf uns gezogen. Ja, genau. Ja, genau. Weißt du was vom Video? Na, echt super. Jetzt gerade. Schon wieder und wir sind noch am Strand. 16 Funko von der Kreden. Wir treten da mit 16.000 Watt. Danke. Für uns heißt es von nun an schieben und tragen. Da oben ist unser Ziel, direkt unter der Sonne, der Schwarzkugelgipfel. Und jetzt wird noch schnell ein Foto von uns gemacht. Hopp, hopp, weiter geht's.
Schaut jetzt der Aufstieg für uns aus. Da hinten seht ihr eben den wilden Kaiser in den Wolken hängen. Aber hier ist Sonne pur. Ich hatte das Stirnband schon aufgesetzt, nicht weil es so kalt ist, sondern wegen der Sonne. Und ja, da kommt jetzt der Gorsberg zum Vorschein. Ja, es geht echt super, es ist richtig kompakt. Und von dem her geht es relativ gut zum Hochgehen. Und ich bin aber gespannt, wie es zum Runterfahren geht, weil manchmal bricht man dann relativ gemein ein, wenn es eben kompakt ist und dann plötzlich doch aufmacht. Ja, werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir raufkommen. Eine halbe Stunde oder so werden wir noch vor uns haben. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Für euch geht es natürlich ein bisschen schneller. Und wie läuft's? Geht. Lief da mal lieber. Aber es geht. Aufgeladen, bis die fett ist. Das hat Bock gegeben. Ich finde es feiner als mit Ski und Schlische. Hinten drin sieht man jetzt den Gipfel für uns. Ein bisschen haben wir es noch. Geht ganz gut. Hier seht ihr, ist eh kein Schnee, ist alles weggeweht. Und da kann man jetzt schön hochgehen. So, Grat haben wir schon erreicht. Da geht es eben noch rüber. Hier vom Panorama her, jetzt noch geiler finde ich, mit dem kleinen Rettenstein noch dazu. Schon sehr, sehr geil immer hier oben. Kann sich durchaus sehen lassen. Der Kai. Servus. Der Kai. 13,5. Ja. Oben sind wir. Juhu. Jetzt wird dann auch gleich gejausnet. Aber erst gebe ich euch noch einen kurzen Panoramaschwenk. Jetzt sind wir alleine. Das müssen wir ausnutzen. Hier Blick Richtung Jochberg. Hier Schneewächte. Wilder Kaiser. Gorsberg, Hohe Salbe, Gampen, Schleiding, Brechhorn. Dann setzt es aus. Großer Rettenstein. Massiv die hohen Tauern. Rossgruber, kleiner Glockner, Rettenstein. Oder? Ja, jetzt bist du dran. Also da groß, der ganze Balken sind hinten die hohen Tauern. Und Großglockner und Venediger ist da draußen. Also markante Berggipfel. Sind eigentlich da ganz cool in die Kitzbüheler Alpen, weil man ja für relativ wenig Höhe eigentlich ein krasses Panorama hat. Und ja, zurückgesehen haben wir da sogar bis an Indoerse Rofan die Linie bis Kufstraße und hinten raus dann, was da hinten 16 kein Windel und da eigentlich dann schon die Zillertäuer was umschauen. Wahnsinns Aussicht. Ja. So, jetzt aber. Ja, lecker. Okay. Supported by Alina. I just can't deny giving me the best time.
ist ein krasses Rodeo. Rodeo-Reiten ist das. Der Martin hat mich jetzt auch die Session fotografiert. Und da seht ihr mal, wie viel Schnee hier liegt. Der kommt kaum mehr hoch. Die Sauerstoff einfach ein Fettwerk, das ist immer fast das Schlimmste. Man mag froh sein, wenn man nicht nur mehr umfliegt. Ja, es ist echt super Dilemma, das ist echt schlimm. Es gibt so viel Armuschen nachher, mehr als wir hier. Das ist echt krass. Und er ist schon da unten da. Das ist mir jetzt schon gegangen, aber ich will gar keinen Stock mehr machen. Da muss man schon drehen bei ihm. Ja, voll. Geil, stopp. Block out all the sunlight.
So, da müssen wir jetzt noch über die Brücke drüber. Die schaut allerdings ein bisschen schwindelig aus, vor allem auch mit dem ganzen Schnee. Oh, oh, oh. Scheiße! Dann passt schon, ist doch da. So, jetzt haben wir die Brückenquerung. Jetzt schauen wir, ob da eine Eichelkugel von den Hexen. Ah, die Wicke ist am guten Weg, Dumme. Geht's dir? Ja. So, jetzt lüften wir das Geheimnis. Ist unter den Gamaschen auch schon. Bei mir ist es so nass. Ich denke nicht mal auf einen kleinen Rettungsstumme. Alina! Alina! Aber ich hab dir oben gesagt, du hast die kleinen Gamaschen drüber. Ich kann meinen Sack einfach nur ausnehmen. Ja, ich hab dir gesagt, du halt die kleinen Gamaschen drüber. Ja. Aber man muss einer Frau nicht widersprechen, man muss warten, bis sie selber wird. Oh. Frischkäse, der ist auch mit Eis, oder? Ich glaube nicht, dass der mit Eis ist, aber... Ja, die Schuhe hast du heute in der Früh noch als Etikett auch, du, was es geschafft hast. Ja, das ist nicht dein Ernst, oder? Das hätte ich nicht, was ich euch erzähle. Ich hole nichts dazu sagen. Also wer gerne mit uns mitfahren möchte, meldet euch einfach in die Kommentare. Scheiße. Das ist ja krank. Da sind wir. Ja. Gut zurück. Ja. Lutschig wie eh und je. Auf den letzten Metern haben wir jetzt scheinbar alle GoPros leer gesaugt. Aber auf jeden Fall habe ich es gut geschafft. Ja, war echt cool. Aber jetzt zeitweise die fragst, warum tue ich das oder was mache ich da? Aber das macht es glaube ich gerade aus. Ja. Ja, war echt cool. Und wieder mal was anderes, weil es ist halt nicht was ganz Jahr so eine Möglichkeit, so ein Blödsinn zu machen. Von mir, oder? Auch Muskel gerade vom Loch. Haben wir auch, ja. Und Gott sei Dank haben wir es jetzt vielleicht gesehen. Aber die Wasser ist sehr ganz lustig. Die haben aber auch nicht die erbärmlichen Teile gesehen. Ja, das stimmt. Ja. Weil der Schnee war zum Teil so faul, dass man bis zum Boden durchsieht. Wurde bis zum Bauch rein. Ja, halt das. Ja. Ja, so tief halt war es die, wo Socken. Ja, das haben wir ja schon erörtert. Die waren einmal rot, die sind jetzt ganz blau schon von der Köppen. Ja. Ab nach Hause. Ja. Wir sagen Dank, dass ihr dabei seid. Ja, wir hoffen, das hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.